Hier ist Claude Baumann von FinNews aus Hongkong. Genau 4 Monate ist es her, seit die Proteste in der Stadt begonnen haben. Die Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit der Demonstranten überrascht dabei immer noch. Gleichzeitig führt Hongkong mittlerweile so etwas wie ein Doppelleben, denn während die Geschäfte im Zentrum weitergehen und dort auch die Sicherheit absolut gewährleistet ist, kommt es an den Wochenenden, vor allem in den Außenbezirken, zu teilweise sehr gewalttätigen Ausschreitungen. Eine Frage ist mittlerweile vom Tisch, nämlich die Spekulation darüber, ob die chinesische Volksbefreiungsarmee in der Stadt einmarschiert. Dagegen sprechen mittlerweile zu viele Gründe. Der Reputationsverlust wäre für China enorm. Das kann sich selbst eine wirtschaftliche Supermacht nicht leisten. Vor allem der Finanzplatz und die Börse würden extrem leiden, weil an der Börse enorm viele Obligationen auch von chinesischen Firmen gehandelt und emittiert werden. Dieses Geschäft käme absolut zum Erliegen. Es gibt auch sehr viele hohe Parteikader der Kommunistischen Partei Chinas, die in Hongkong investiert sind, vor allem in Immobilien, und sie hätten auch überhaupt kein Interesse daran, dass der Immobilienmarkt zum Erliegen käme. China hat zudem noch einige andere Probleme zu bewältigen, insbesondere im Innern mit Minderheiten, aber auch das Verhältnis zu Taiwan ist extrem konfliktbeladen. Last but not least ist immer noch der Handelsstreit mit den Amerikanern im Gange, so dass China extrem viele Baustellen hat und Hongkong entsprechend nicht unbedingt an der Spitze ist. Was hat das für Auswirkungen für die Stadt? Wie gesagt, die Geschäfte gehen weiter und es ist jetzt eigentlich wesentlich einfacher geworden, Termine zu kriegen, Leute zu treffen, weil viele ausländische Geschäftsleute und Touristen ausbleiben. Gleichzeitig zeigt man auch seine Solidarität mit den Hongkongern, wenn man hier ist. Trotzdem lohnt es sich auch, Alternativen zu evaluieren, namentlich Singapur als Ausweichsort, aber auch wieder Japan, wo nämlich eine Finanzinfrastruktur in Tokio und in Osaka existiert, die man sehr gut einsetzen könnte. Hongkong aufzugeben wäre indessen ein Fehler. Die Stadt bietet nach wie vor extrem viel Potenzial und daran wird sich nicht ändern. In diesem Sinne, wir bleiben dran und vor allem, wir bleiben in Hongkong.